Okay, das bedeutet, wir brauchen sowas und sowas und sowas. Ich bin jetzt einfach so faul, anstatt reinzugehen, ne, crafte ich mir jetzt eine neue Schere, auch wenn oben in der Kiste schon drei Scheren sind. Egal, das bedeutet dann einfach, dass du dann wieder runterspringst und Energie verlierst. Richtig. Wir müssen ja mal den Kosten-Nutzen-Aufwand betrachten, da muss ich dir schon recht geben. Das habe ich grundsätzlich immer in der Schule als Ausrede genommen, warum ich so faul bin. Meinte ich so, ja, sorry, der Kosten-Nutzen-Aufwand ließ sich einfach nicht rechnen. Geil. Das sind auch solche Sachen, wie ich zum Beispiel nicht zum Unterricht gefahren bin, weil meine Fahrzeit einfach länger war als der Unterricht. Dann habe ich auch selbst in meine Entschuldigung reingeschrieben, so, ja, sorry, ne, hat sich nicht gelohnt. Mein Lehrer fand das in Ordnung. Dann bin ich extra wegen meinem Lehrer einmal zum Unterricht gekommen, weil ich so dachte, komm, mach's du mal, ne? Habe ich ihm das dann erzählt, dass ich extra wegen ihm zum Unterricht bin, weil ich dachte, komm, bist du mal da. Was sagt er? Na, hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht. So, wir haben jetzt 51 Wolle, das reicht schon wieder. Ich muss nur das Tor irgendwie wiederfinden. Ey, es sind so viele Tiere. Ja, Uwe, Bernhard und Brauner. Was ist mit Gerda? Ich weiß es nicht. Abgehauen. Tot. Lasagne. Tot durch Lasagne. Sind aber keine Pferde. Oh, stimmt. Weil ich gehe dauernd hinter die Theke. Ja. Kann ich verstehen. Ich möchte am liebsten immer hinten in den Pissrinnenraum. Ja, ich switche mal zwischen Theke und Pissrinnenraum. Das ist schön. Bin schon wieder ins Haus gelaufen, um irgendwas. Ey. Ich glaube, ich habe Autopilot eingestellt. Krass. Ich stand eben im Haus und dachte mir so, ey, was willst du eigentlich hier? Und dann Hast du bin was? ich, während diesen Gedankens, bin ich an eine Kiste gegangen und habe rausgeholt, was ich wollte und dachte mir so, geil. Voll gut. So, Monsieur. Ja. Wolle habe ich in eine Kiste gemacht. Kommen Sie mal her, hier, junger Mann. Darf ich überhaupt noch einatmen? Jetzt. Dürften, glaube ich, 26 Stück sein oder so. Dann hast du Ja, alle. das ist richtig. Super. Warte mal, ich hatte gesagt. So. So? Ja. Können wir ja die Holzbalken nach oben machen. Ja. Wo Wir haben bist du zu denn wenig heute? Wolle. Wir Ja. haben so richtig viel zu wenig Wolle. Ey, mit dieser Regen hier, ne? Ich habe ein richtig schönes Biom. Scheiße. Ja gut, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir brauchen noch gar nicht bis hierhin. Wir haben noch Stimmt. gesagt, die Pissrinne lassen wir offen. Das heißt, bis Ja. hierhin. Dann ziehen wir hier wieder Holz hoch. Ja. So. Oh, warte kurz. Ich Ja. muss das hier unbedingt schließen. Wow, ich habe noch ganze. Ich habe kein mehr. Wow. Jetzt habe ich keine Wolle mehr. Bumm. Ich möchte einfach einen Hut und einen Stock. Ich habe sogar einen Hut. Gut und stopp, hä? Hä, bei der Musik. Ach so. Manchmal macht dich das richtig traurig, dass meine Aufnahmemenschen das nicht hören können. Schade. Das wäre so herrlich. Das würde die Aufnahme zu einer noch größeren Party machen. Obwohl, warte. Jetzt haben wir ein Symmetrieproblem. Wieso? Ich weiß es nicht. Komm hierher. Ich sag's dazu. Obwohl, doch, kann man machen, oder? Ja, wir können zur Not die Wand Zur hier. Not durchziehen, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt nötig ist, oder? Lass mal. Kann man testen. Okay. Lass uns das einfach mal testen und Das angucken. finde ich gut. Ich habe gerade nur lass mal gesagt, weil ich mir so dachte, komm, kriegen wir mal die Symmetrieklatsche weg. Ja, aber komm, das sieht doch viel geiler aus. Ja. Ich mach's auch auf der anderen. Das mache ich schon. Ich bin schneller. Gar Nach nicht. Scheiße. Ha. Nein! Ha. Versagt. Aber das geht auf jeden Fall klar.
So. Auch schon was. Ja, da hast du recht. Wir können auch rein theoretisch, wenn wir lustig sind, das auch hinten machen, so in der Mitte. Weil ich glaube, nee, das wird nichts mit Mitte. Nee, nee, da ist nämlich keine Mitte, weil das sind nämlich zwei Balken. Richtig. Weil es eine Doppeltür ist. Naja. Whee! Ich liebe das. Es war richtig klug, den Aufgang so zu machen. Auf jeden Hat Fall. Was. Whee! Ich meine, wer hat bei sich schon irgendwo eine Treppe im Nichts stehen? Was nicht meine Treppe ist. Okay, und jetzt erzähl mir mehr, was du mit dem Dach vorhast. Ich gucke, ob wir wieder Schafe zum Ernten haben. Ja, und dann... keine Ahnung. Ah! Okay. Dich und dich und dich und dich und dich. Gerade im Kreis. Das machst du schön. Ich glaube, dasselbe mache ich auch. Nur werde ich die ganze Zeit durch die Gegend geschubst. Hier drin kannst du dich nämlich nicht mehr vernünftig bewegen. Zu viel drin, ne? Ja. Und dich. La la la. So, wie viel sind's? Ach komm. Kommst du auch nicht weit mit. Mm-mm-mm. Naja, okay. Ich habe immerhin 29 Wolle. Oh, ich bin nicht reingefallen. Nice. Das wundert mich. Mich auch. Ich dachte mir gerade so, toll, jetzt fällt's doch noch in eine Grube oder was. Wie hoch wollen wir das ziehen? Weiß nicht. So 2-3 hoch? Ja. Ja? Ist bitter. Warte. Wolle leer. Wollen wir erstmal mit dem Rest des Dachs bumm weitermachen? Ja. Bevor wir permanent auf Wolle warten? Können wir tun. Ja, wunderbar. Hm, sehr schön. So. So. Hm. Schön. Noch ein. Müssen doch markieren, wie hoch es soll. Ja, wunderbar. Hm. Und nu? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hasse Dächer bauen. Was? Ich hasse Dächer bauen. Ja, das ja komm, wir machen das aber mit diesen schönen Dingern hier. Ja, genau mit denen. Okay. Rums. Wo wollen wir die ansetzen? Ey, ich gucke jetzt nochmal bei dem Haus da hinten bei Ari, wie sie das gemacht hat. Mann, wäre die nur dabei, dann können sie das Dach bauen. Ja, wir nehmen einfach das Dach und sagen, bau. Wir nehmen einfach das Dach und schieben es woanders hin. Das halte ich für eine gute Idee. Ja. Bin ich dabei. Gut. Schön. Gut zu wissen. Tolle Sache, top. Läuft. Weißt du, was ich mir gerade denke? Nein. Findest du nicht, da fehlt irgendwie dieser Fachwerkhausbalken, wenn du dich mal umdrehst und dir das Haus anguckst? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehen möchte. Ich weiß auch nicht. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon, ne? Was hältst du davon, wenn wir die Reihe Wolle da rausmachen, da Holz reinballern und dann da oben die Wolle hinmachen? Oben drüber meinst du, oder? Ja, da wo wir es jetzt leer gelassen haben, weil wir keine Wolle mehr haben. Meinst genau hier, ne? Ja, da unten. Genau. Oh, scheiße. Oh, man. Ich hab keine Dings mehr. Warte. Ich hab dir da ein paar hingeworfen. Wo? Da unten. Naja, oder ich pöke hier das Zeug raus und du gehst dir ein Dingen suchen. Ein Baum. Aber wir haben nämlich nicht mehr viel von dem Zeugs. Okay. Weißt du, dann machen wir so Arbeitsteilung. Arbeit was? Ich weiß nicht, du Otto. Du Otto. Du Otto. So, dann nehme ich den Baum hier.
Geht mir auch irgendwie. Ja. Irgendwie dachte ich mir gerade so, müde. Ich weiß nicht, ich habe eben kurz über das Böhmermann-Thema nachgedacht. Da musste ich gähnen und dann dachte ich mir so, das ist dir jetzt schon wieder zu langweilig geworden. Ach, keine Ahnung. Hast dich einmal drüber aufgeregt und dann so, nee. Ganz ehrlich, ich habe es auch gar nicht so dermaßen verfolgt, weil... Ich habe es auch nicht richtig mitbekommen. Ich habe das erst heute so vernünftig mitbekommen, habe dann eine Runde gelesen und dann dachte ich mir so, was soll die Kacke denn? Ja, ich verstehe es halt auch nicht. Ich meine, es gibt genug andere Länder, die Merkel halt quasi zu Hitler machen. Ja, eben. Das wird halt geduldet, sag ich mal. Und weil einer sich jetzt halt so vollkommen einpisst. Ja, eben. Das ist so eine Kindergartensache. Das ist echt ja. So, der hat geärgert. Der hat mich vor Schienbein getreten, ja. Der hat mir die Zunge rausgestreckt, der Otto. Ach, ist halt saudämlich einfach nur. Aber weißt du, was ich an der ganzen Sache, worauf ich gespannt bin? Wie es ausgehen wird? Ja. Ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich unfassbar gespannt, ob Merkel der Türkei beipflichtet oder Böhmermann. Ja, ich hab... Weil im Endeffekt geht's ja... ...den Arsch kriechen wird. Ja, siehste, darauf warte ich ja die ganze Zeit. Das wird passieren. 100 Pro. Wird es auch. Alleine wegen... Ja, wegen den ganzen Sachen da, was sie mit der Türkei noch... im Machen sind gerade, was die ganze Flüchtlingspolitik und sonstiges angeht. Ja. Aber gut, ja, aber rein rechtlich kannst du Böhmermann da auch nicht wirklich ans Bein pissen. Keine Ahnung, da kenne ich mich auch ehrlich gesagt. Ich habe da vorhin einen Artikel drüber gelesen, wo dann auch gesagt wurde oder geschrieben wurde halt, dass ich habe die Folge auch verpasst beziehungsweise nicht geguckt. Dann ja. Wollte ich so gucken und jetzt siehst du sie nicht mehr im Internet, weil ich sie aus der Mediathek genommen habe und pipo. Ja, genau. Mhm. Wo ich mir auch dachte, wow, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, toll. Alles für den Arsch. Alles für den Arsch. Naja, jedenfalls, weiß nicht, irgendwie soll er wohl davor angekündigt haben, dass das halt so ist, quasi. Weil irgendwie habe ich da was gelesen, dass es wohl Satire über die Satire von hier extra. Wie heißt denn das hier? Extra 3 extra oder sowas? Ich habe schon wieder vergessen. Ich vergesse das jedes Mal aufs Neue. Weiß nicht, weil die sich halt über Erdogan lustig gemacht haben und dann hat er sich über Satire lustig gemacht und hat es nochmal maßlos übertrieben. Ja. Also, dass man das so vom rein rechtlichen. Ich meine, er hat vorher so nach dem Motto das angekündigt. Ja, es ist halt lächerlich um 10, was da abgeht. Ja, ist es auch. Da kannst du auch einfach echt nur so mit dem Kopf schütteln. Ja. Das ist immer so ein Thema, wo ich mir denke, ey, habt ihr sonst keine Probleme? Ohne Witz. Ja, das ist echt das Einzige, was mir dazu einfällt. Böhmermann hat niemandem auf die Schnauze gehauen, Böhmermann hat nichts angezündet, Böhmermann hat geredet. Ja, das Böhmermann, der macht's halt richtig. Ja, eben. Ja, der macht's halt einfach richtig. Der weiß, wie er sich halt wirklich in Szene bringt, würde ich jetzt mal fast sagen. Da hast du wohl auch recht. Er weiß das halt einfach. Und der ist halt immer in aller Munde und weiß nicht, wenn ich mir das alles so angucke, was er bisher so gemacht hat, der macht ja überhaupt nichts falsch in dem Sinne. Ja. Ja, sondern haut die Fakten rein, zieht so durch den Kakao und ja. Ja. Fertig. Eben, fertig. Mein mega gefeiert habe ich ja, dass sein Ishop-Polizei. Ey, das ist so herrlich. Ishop-Polizei. Oder was der auch rausgebracht hat, so eine Art Rammstein-Cover. Ja, das habe ich auch noch gesehen. Geil gemacht. Ich bin gerade beim Überlegen, das hatte ich auch noch gesehen, aber worüber war denn das? Ja. Bei Rammstein. Da habe ich auch noch was in Erinnerung. Ich fand es auf jeden Fall amüsant. Da war doch was. Ich glaube, ich fand das gut.